Mit so einer Rente möchte ich nicht auskommen müssen. Mein Name ist Rechtsanwalt Peter Knöppel. Ich bin Rentenberater und Rechtsanwalt von rentenschreib24.de. Meine Damen und Herren, der ehemalige Präsident des Bundessozialgerichtes hat es im Jahresbericht des Bundessozialgerichts für das Jahr 2022 mal so richtig überspitzt auf den Punkt gebracht. Alle selbstständigen Anwälte und so weiter, Beamte, Beamtinnen, Abgeordnete müssten nach seiner Meinung in eine gesetzliche Rentenkasse einzahlen. Und ich zeige Ihnen das mal, was er da gesagt hat. Und zwar finden wir das hier auf der Internetseite der LTO Legal Tribune Online. Ich hatte schon mal von dem, was der Herr Schlegel dort berichtet hat oder gesagt hat, mal berichtet, aber mir geht es hier um was ganz anderes. Wir wissen auch, der Herr Schlegel ist als Präsident des Bundessozialgerichts, ich glaube, Ende Februar 2024 ausgeschieden. Und jetzt hat er ja eine Nachfolgerin gefunden. Jetzt ist es eine Dame, die das jetzt macht. Die ist jetzt Präsidentin des Bundessozialgerichts in Kassel. Schauen wir mal, wie sie ihren Job macht. Aber ich gehe mal davon aus, das wird schon prima werden. So. Herr Schlegel sagt, dass eben alle in die Rentenkasse einzahlen sollen, die Rente mit 70 politisch nicht durchsetzbar sei und so weiter und so fort. Und dann sagt er etwas, was letzten Endes hier aus meiner Sicht doch den Punkt auf den Nagel auf den Kopf trifft. Sicherlich ist es so, dass der Herr Schlegel eine sehr, sehr gute Richterpension bekommt. Die ist sehr, sehr üppig, das weiß er auch. Das stellt er auch gar nicht in Abrede, sondern er sagt schlicht und ergreifend folgenden Satz: Weniger Geld für Rentner ist für ihn keine Alternative. Ich bin nicht der Meinung, dass man die Renten kürzen müsste, so Herr Schlegel. Die Standardrente, also was ein Mensch theoretisch nach 45 Jahren Arbeit bekommt, liegt bei 1620 Euro im Westen. Das war 2022, ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen höher, weil wir auch einen höheren Rentenwert haben, 37,60. Die Durchschnittsrente sei aber deutlich geringer. 33% der Männer bekämen über 1500 Euro. Der größte Anteil, 18,4%, habe aber allerdings eine Rente zwischen 1200 und 1500 Euro. 45% der Männer und Frauen sogar deutlich weniger. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Ich möchte mit so einer Rente nicht auskommen müssen. Das hat Herr Schlegel so gesagt. Das ist ein klares Signal für alle, die mal richtig hinhören und auch mal lesen. Vor allen Dingen an unserer leitende Politik, uns führende Politik. Leute, guckt da genau hin. Hier ist ein Riesenpotenzial für Armut. Und Herr Schlegel sagt es, mit einer Rente von weniger als 1500 Euro oder 1200 Euro möchte er nicht auskommen müssen. Ja, damit impliziert er, dass viele Menschen damit auskommen müssen und dass er damit auch sagt, dass diese Menschen wahrscheinlich arm sind, ja, oder zumindest in Richtung Armut rutschen. Und wer zum Beispiel in München, in der schönen bayerischen Landeshauptstadt lebt mit 1600 Euro Rente, naja, der wird mir hier unterschreiben, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass wenn er da nicht eventuell eine Eigentumswohnung hat oder andere Dinge angespart hat, dass er da eigentlich wegziehen kann. Ja, kann er dann mit 1600 Euro Rente, Nettorente, können Sie in München einfach nicht leben, wenn Sie keine weiteren Einkünfte haben, keine anderen Einkünfte haben. Und genau das ist es, was ich meine, was Herr Schlegel hier gesagt hat. Man kann also mit so einer Rente, mit 1200 Euro bis 1500 Euro Rente in Deutschland zukünftig sicherlich nicht mehr leben oder zumindest nicht in Würde leben, sondern nur noch in Armut und muss dann jeden Pfennig umdrehen. Und das, finde ich, ist schon eine dicke, fette, rote Karte auch an die Bundesregierung und ist auch ein Signal, was Herr Schlegel hier sieht und sagt, richtigerweise sagt, dass wir hier in Größenordnungen, in Massen, in Altersarmut uns bewegen. Meine Damen und Herren, das nochmal zu Ostern zur Erinnerung. Auch auskömmliche Renten gehören in Deutschland eigentlich zu diesem reichen Land,
für alle Menschen ins Gebetbuch geschrieben, auch ins Gebetbuch an die herrschende Politik. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.